So, weiter geht's auf der Motorräder Dortmund. Wir sind angekommen am Stand von Moto Protect, ist das korrekt? Genau. Ride Vision ist das Produkt und du bist der? Peter Feig. Hallo Peter, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich habe ja was gesehen. Das kenne ich bis jetzt nur von den allerneuesten Multistradas und ich glaube, die neue 1300er GS hat es auch. Genau. Erzähl doch mal, was du hier für ein Produkt hast und wie das Ganze funktioniert. Ja, wir haben ein Sicherheitssystem, ein Nachrichtsystem, wo fast für alle Maschinen passt, wo über Spiegeltechnik quasi mir vermittelt wird, ein Totwinkelassistent und ein Kollisionsassistent, wo ich ja habe, also ein Auffahrschutz eigentlich. Kollisionsassistent, also der verhindert, dass man auffährt. Assistent, wo verhindert, dass man natürlich auffährt. Ja, zeigt an in zwei Sachen, hier in der Außenfläche, wo ich hier habe. Vielleicht, dass wir das mal zeigen. Hier Außenfläche zeigt es in Gelb nachher an, wenn im Totwinkel was sich bewegen würde. Links, rechts natürlich gesteuert, ganz normal wie beim PKW auch, wo man kennt. Und hier habe ich den Kollisionswarner drin, der wo quasi mich schützt davor, dass ich zu schnell auf ein Hindernis auffahre oder auf einen Vorfahrenden, wo ich hier eigentlich dann signalisiert kriege, weder einmal mit einem ganz normalen Roten. Und es fängt dann je nach Intensität dann auch stärker blinken an, dass ich also zusätzlichen Effekt habe. Mensch, jetzt wird es kritisch hier. Finde ich absolut großartig und man nimmt das ja auch über die periphere Sicht im Zweifel, wenn man abgelenkt ist. Das kriegt man ja dann mit, also wenn das funktioniert. Wer das aus dem Autobereich kennt, da gibt es das ja schon ein bisschen länger. Aber da ist es wirklich gerade im Motorradbereich super wichtig. Wie setzt ihr das um? Wie funktioniert das? Wie funktioniert es? Ganz einfach. Wir haben zwei Kamera eingebaut an den Maschinen, das heißt vorne und hinten. Ist eine Kamera, über die wir 180 Grad abdecken davon. Und über das Signal letztendlich über die Kamera macht unsere Steuerbox, die wo hier unten in dem Fahrzeug unter dem Bank sitzt, wird jetzt zusammengeführt und gibt die entsprechenden Signale in meinen Spiegel, dass ich das auch optisch wahrnehme, was passiert. Okay, also das geht wirklich Vision Only, also nur über die Kamera oder habt ihr noch irgendwelche zusätzlichen Radarsensoren oder sowas? Über das Kamerasystem vorne und hinten wird das eigentlich eingesteuert. Das Einzige, was wir an Sensorik haben, ist ein GPS-Empfänger hier noch, weil das aufzeichnet, wo ich fahre und mit welcher Geschwindigkeit ich fahre oder welche Neigungswinkel oder welche Strecken ich fahre. Weil die Kamera zeichnet auch in unserer Box bis zu 3 Stunden auf. Je nachdem, wie die Lichtverhältnisse sind, sind sie in der Nacht, dann brauche ich mehr Speicherplatz, wir kennen das. Am Tag braucht man weniger etwas, aber so circa kann man sagen, 3 Stunden zeichnet die Box auf und dann fängt die wieder von hinten quasi überschreiben an, wenn man das ganz vereinfacht ausdrückt. Ich kann das aber auch mit unserer App, und das haben wir hier unten drin so an der Seite stehen, an unserem Plakat, kann ich mit der App quasi auch das Programm runterladen und kann auch diese Filmausschnitte oder Sequenzen, was ich hier habe, mir runterladen und kann dann auch sagen, welche Strecke bin ich gefahren. Das ist so ein Nebeneffekt, wo wir hier auch da drin haben in den Kamerasystemen. Das ist aber eigentlich eine coole Geschichte, ne? Gerade wenn man so ein bisschen, ich fahre gern frei Schnauze, und denke mir dann so, ey, eigentlich war das eine richtig geile Runde. Wie war die denn nochmal? Das kriege ich nie wieder zusammen. Lass uns doch mal vorne gucken. Also vorne habt ihr auch eine Kamera verbaut? Ah ja, okay. Auch an einer dezenten Stelle, dass das auch nicht zu arg aufträgt, das Ganze. Wie gesagt, die Kunst liegt ein bisschen dabei, dass wir ein paar Kabel natürlich brauchen von dem Spiegel zu der Steuereinheit. Das liegt halt da bei jedem im Ermessen, wie man das quasi verlegt, dass es schön dezent wirkt. Aber es lässt sich sehr gut verbauen, es ist sehr dunkel gehalten. Also wir haben das wirklich auch hier in circa 2 bis 3 Stunden Einbauzeit, kann man das verbauen, wenn man es selber macht. Es gibt aber auch Stützpunkthändler, die wo da und den einen unterstützen würden, der wo sagt, ich möchte es gar nicht selber machen oder ich brauche Hilfe. Das hätte ich jetzt auch gesagt, also ungefähr 2 bis 3 Stunden, der Fachmann kriegt es schneller hin, oder? Nicht viel, weil man muss ja immer bestimmte Teile runter machen, die Sitzbank, das sind immer die gleichen Tätigkeiten und eigentlich nicht viel schneller, sag ich mal. Es ist nicht komplex vom Anschluss her, also es wird auch alles geklärt, wenn man die Box bei uns kauft, sind Einstelljustierungen, das ganze Thema wird hier berücksichtigt, also das ist alles dabei, dass ich das auch selber verbauen kann, also gar kein Thema. Okay, also wenn wir jetzt schon beim Thema Preis sind oder Kosten für den Einbau, 2 bis 3 Stunden, da kann jeder ja, sag mal, seine Werkstatt mal überlegen, was so der Stundensatz dazu ist. Was kostet das System? Ist es modular aufgebaut? Kann ich sagen, ich will nur hinten oder nur vorne, oder verkauft ihr ein System, so wie es ist? Man unterscheidet zwischen 2 Möglichkeiten. Wenn das Spiegelsystem passt für denjenigen, also je nach Typ von Maschine, dann kann man das mit dem Spiegelsystem natürlich bei uns kaufen oder einmal rein mit einem System. Da sind die LEDs worden hier oben mit angebracht oder an passender Stelle, dass ich das separat anbauen kann. Das ist der Unterschied im Preis.
Aber meistens werden, muss man fairerweise sagen, die Spiegel genommen, weil das natürlich optisch eine sehr schöne Qualität ist, weil das schön glatt drin ist, ist schön integriert und passt auch wunderbar. Das ganze System, um auf den Punkt zu kommen, kostet 899 Euro mit den Spiegeln. Jetzt, wenn wir es in kompletter Variante nehmen, allen Sensorik dabei, Kamera, Halterungen, Systeme, Einstelljustierung, alles, was man dazu braucht, ist hier gegeben. Also, und man bekommt den ganzen März noch, das ist die Aktion, 10% Messerabatt. Ah, sehr schön, das blenden wir gleich nochmal ein. Ich habe da auch schon so eine Visitenkarte liegen sehen. Genau. Vielleicht können wir ganz... Ja, genau. Also über www.reitwischen. Aber die Internetseite ein bisschen näher ran, genau. Und darüber einfach informieren. Da sind auch nochmal Informationen zusätzlich hinterlegt. Und wir haben noch was ganz Besonderes, weil es ein Sicherheitssystem ist, haben wir ein Abkommen mit einem Versicherer, der wo das Ganze auch unterstützt. Das heißt also, jeder, der wo das System verbaut, bekommt einen Sondernachlass von 20% über Sportec und kann sich einfach ein Angebot über die Rückseite bei uns auf der Visitenkarte quasi holen und kann sagen, ich vergleiche das. Und der bekommt es auch so lange, wie das Fahrzeug mit dem Thema Reitwischen ausgestattet ist. Ja, habt ihr das selber entwickelt? Also nein, das Entwicklung war in Israel. Das haben zwei Ingenieure entwickelt schon vor Jahren und haben das bis jetzt in diese Ausbaustufe eigentlich vorangetrieben und sind da eigentlich sehr, sehr erfolgreich unterwegs, verkaufen das auch Herstellern. Ist aber nicht Mobileye, oder ist das? Nein, das ist Israel. Mobileye ist ja so der führende für den Automotive-Bereich. Nein, das wird in Israel unter dem Namen Reitwischen wird das wird gebaut. Das ist die Firma im Prinzip. Und eben die Firma Langenscheid hier aus Datteln hat hier die Rechte des Vertriebs. Okay. Also immer vielen, vielen Dank. Ich finde es super spannend. Und ich wünsche euch noch eine total erfolgreiche Messe. Und ich glaube, jeder, der sich sowas verbaut, was kostet ein Akrapovic-Auspuff? Mal ganz ehrlich, der ist heute auch nicht mehr lauter als der Originale. Da kann ich das Geld auch lieber in sowas investieren. Also, bis zum nächsten Stand. Wir gehen jetzt mal weiter. Danke. Tschüss.